Influenced. Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonus-Episode der Podcast-Serie Influenced. Mein Name ist Clemens Köpfle. Heute dreht sich alles um den Podcast selbst. Es ist also eine Behind-the-Scenes-Episode, wenn man so möchte. Ich werde euch heute exklusiv erzählen, wie ich bei der Erstellung für die einzelnen Folgen vorgegangen bin und wobei es in dieser Podcast-Serie genau geht. Dabei werde ich anhand dieser Folge zeigen, wie ich vorgegangen bin. Um keine Zeit zu verlieren, starten wir direkt mit dem ersten Schritt. Da das Thema für diese Folge schon gefunden ist, muss ich nur noch einen Experten für die heutige Folge finden. Aber mir fällt da schon jemand ein. Hallo Herr Köpfle, hätten Sie heute Zeit, um über Ihre Podcast-Serie zu sprechen? Ja, das wäre überhaupt kein Problem. Wann sollen wir uns treffen? Das Interview steht. Jetzt kommt Schritt 2, die gründliche Recherche des Themas und das Vorbereiten der Fragen für das Interview. Ich muss also vorher schon wissen, welche Informationen mich genau interessieren und welche ich dann von meinem Experten benötige. Die Fragen werden notiert und anschließend kann ich mich mit dem, der Expertin, treffen, um ein Interview zu führen. Warum der Name Influenced und was bedeutet das Cover? Influenced kommt von dem Wort Influencer und bedeutet zu beeinflussen. Da wir alle von den Medien beeinflusst werden, habe ich gedacht, das ist passend. Das Cover soll die Beeinflussung noch einmal unterstreichen und durch die Handschellen sieht man die Verbundenheit zu dem Gerät oder die Abhängigkeit sozusagen. Welche Themen behandelt der Podcast? Das Überthema sind Medien und genauer digitale Medien und vor allem der Umgang mit ihnen. Es geht darum, wie sich die Medien in den verschiedenen Bereichen verbreitet haben und was sich dadurch letztendlich für unsere Gesellschaft verändert hat. Der Podcast ist für Menschen gedacht, die sich über das Thema digitale Medien informieren wollen und vor allem für Eltern mit Kindern, die sich in der Erziehung ein bisschen näher mit diesem Thema beschäftigen möchten. Wie viele Folgen hat der Podcast und wie lange dauert eine Folge? Der Podcast hat insgesamt 5 Episoden. In jeder Folge wird ein eigener Experte oder eine Expertin zu einem eigenen Thema interviewt und daraus habe ich dann im Anschluss eine Folge zusammengeschnitten. Eine Folge geht zwischen 25 und 40 Minuten. Wer sind deine Experten? Eigentlich ganz unterschiedlich. Ich habe einen Volksschullehrer über Erziehung und Schulbildung gefragt, mit einem Suchtberater habe ich über Online-Verhalten für Jugendlichen gesprochen, mit einer Politikerin über die Situation in Österreich momentan, mit einem Cyberkriminologen habe ich über Cybercrime gesprochen, mit einem Medienexperten habe ich über die Medien in unserem Alltag und die Integrierung der Medien in unseren Alltag gesprochen. Wo kann man den Podcast hören? Eigentlich auf allen gängigen Plattformen kann man den Podcast finden, zum Beispiel Spotify oder Anchor. Ist das Interview beendet, werden alle Audiodateien auf meinem Computer überspielt, danach transkribiert und anschließend wird ein Manuskript für jede einzelne Folge erstellt. Meine Stimme ist im Interview nicht zu hören. Die Moderationen und Fragen werden im Manuskript neu formuliert und nachträglich zusammen aufgenommen. Jetzt muss nur noch Hintergrundmusik ausgewählt werden und anschließend eingefügt. Hier ist es wichtig, dass sie gut klingt, aber gleichzeitig nicht vom Gespräch ablenkt. Sind alle Aufnahmen fertig, wird die Folge geschnitten und anschließend mit Effekten abgemischt und als MP3-Datei exportiert. Jetzt muss der Podcast nur noch veröffentlicht werden und ich bin fertig. Jetzt habt ihr gehört, wie eine Folge von Influenced entstanden ist. Falls ich dein Interesse geweckt habe und du dich für Medienkonsum generell interessierst, dann solltest du auf jeden Fall mal reinhören. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, mein Name ist Clemens Köpfle und das war eine Bonusfolge von Influenced.